Peace YouTube. Korrekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es heute um Sobeit. Um die Next Sobeit Version, in Klammern die private Version. Die habe ich von DJN gezogen. Und dort habe ich auch gelesen, dass sehr viele einen Crash bekommen und somit gar nicht die Sobeit Version nutzen können. Auch ich hatte einen Crash gehabt. Oder besser gesagt mehrere Crashes. Nun habe ich eine Lösung gefunden, wie es doch zum Laufen geht. Und dies möchte ich euch gerne heute zeigen. Vielleicht kann ich den einen oder anderen damit helfen. Und dann kann er auch damit absuchten. So, dann fangen wir mal an. Hier haben wir den Sobeit-Ordner. Den lade ich euch auch nochmal hoch. Den öffnen wir. Was ich euch empfehlen kann, ist einen komplett geklärten GTA-Ordner. Weil so könnt ihr auch vermeiden, dass es zu erneuten Crashes kommt, seitens Samfangs etc. Also, einen geklärten GTA-Ordner wäre schon nicht schlecht. Dann haben wir hier einmal die drei Dateien von Sobeit. Einmal die GTA-Exe, die habe ich gedowngradet. Und einmal Samp 0.3z, die R1-Version. Diese installiert ihr als erstes, natürlich in euer geklärten GTA-Ordner. Danach kopiert ihr die GTA-Exe und die anderen drei Dateien für Sobeit. Die vier Dateien kommen alle in euer GTA San Andreas-Verzeichnis. Einfach kopieren und ersetzen. Zack, fertig. So, jetzt zeige ich euch das nochmal in Game. Bis gleich. Am Rande noch eine kleine Information. Und zwar, wenn ihr per /Q das Game beenden wollt, dann wird das Spiel wahrscheinlich nicht ausgehen. Dies müsst ihr dann über den Task Manager machen und dann die GTA San Andreas Exe. Dort müsst ihr dann den Prozess beenden. Dies liegt wahrscheinlich an der Sobeit Version. Ich meine, ich hatte das bei einer damaligen Version auch schon gehabt, dass man es über /Q, dass das Spiel nicht vernünftig beendet wird. Also bleibt nur noch die Möglichkeit über den Taskmanager, aber ich denke mal, es sollte nicht so schlimm sein. Also nicht wundern, warum das Game nicht ausgeht. So, wie man sieht, es funktioniert alles einwandfrei. Machen wir mal Shit sauber. So, also wie man sieht, ich bin online, bekomme keinen Crash, kein gar nichts. Mit der Taste F11 könnt ihr das Menü öffnen, mit der Taste F12 könnt ihr Sobeit aktivieren und deaktivieren. Ansonsten ist ja alles in seinem Video erklärt. Darauf muss ich ja nicht hier jetzt weiter eingehen. Ja, also ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit helfen. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Haut darin.